Balltechnisch konnten sich die Darbietungen der Araber durchaus sehen lassen. Rudi Bommer, Fortuna Düsseldorf. Unsicherheit des Saudi-Schlussmanns und Christian Schreier erzielt in der 9. Minute das 1:0. Da machte sich schon der Hinweis von Waldhof-Trainer Klaus Schlappner bemerkbar, der nämlich gesagt hatte, dass Torwart Bayazit sehr unsicher sei und vielfach Bälle abprallen ließ. Der gerade eingeblendete Bommer hat das Tor natürlich nicht geschossen, sondern es vorbereitet. Sie sehen es hier nochmal, den Schuss des Düsseldorfers und den Abstauber des Neu-Leverkuseners Schreier. Wieder Bockenfeld. Mill, der einige Male Rüde von den Arabern von den Beinen geholt wurde. Das schlimmste Foul allerdings, wir zeigen es Ihnen nicht, betraf Bockenfeld, der mit einer Knöchelverletzung gegen Ende des Spiels ausscheiden musste. Sein Widersacher sah dafür zu Recht rot durch den rumänischen Schiedsrichter Inga. Wieder Mill. Abermals ideale Bedingungen im Stanford-Stadion, 25.000 Zuschauer diesmal. Und Kopfballchance für Rahm. Da ist der Mönchengladbacher wieder, der auch heute zu den stärksten Spielern seiner Mannschaft gehörte. Die Saudis kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Schreier. Und Bommers Schuss bringt in der 23. Minute das 2:0. Jetzt stimmt auch die Einblendung. Sie sehen die Wiederholung. Christian Schreier setzt gut nach und bedankt sich für Bommers Vorarbeit beim 1:0. Der Lauterer Breme. Wieder Bommer und Bockenfeld, die beiden Düsseldorfer. Und ein ganz tief angesetzter Kopfball von Uwe Rahn. 25. Minute, 3:0. Hier sehen Sie es nochmal. Eine mutige Aktion des Mönchengladbacher Mittelfeldspielers und Erich Ribbeck, der Trainer der deutschen Olympia-Auswahl, kann sich freuen. Bei den Saudis machten sich immer mehr Konditionsschwächen bemerkbar. Diese Szene war eigentlich die einzig aussichtsreiche in der gesamten ersten Spielhälfte. Wieder Breme, der seine Fußverletzung offensichtlich gut überwunden hat, und Christian Schreier. Er ging auf die Flügel im Gegensatz zu Schatzschneider im Brasilienspiel, schaffte damit viel Raum auch für die aufrückenden offensiven Mittelfeldspieler. Bommer verletzt sich hier leicht, kann aber dann weiterspielen, während die Saudis mit neuen Kräften versuchen, die Niederlage in erträglichen Grenzen zu halten. Freistoß von Groh, das 4:0 durch Mill. In der 33. Minute erzielt durch den Mönchengladbacher Torjäger, der auch heute wieder sehr agil war, auf der anderen Seite aber immer noch zu viel fiel. Khalil Al-Thiani, der Cheftrainer der Saudis, kann jetzt traurig reinschauen, aber ihm ist es zu verdanken und nicht den ausländischen Trainern, dass Saudi-Arabien sich überhaupt für dieses olympische Turnier qualifiziert hat. Nochmal Schreier und Rahn.
Bast, auch heute wieder ein umsichtiger Libero, auch wenn ihm hier zur Halbzeit der Ball über die Seitenauslinie springt. Ein ruhiger, beruhigender Vorsprung, 4:0 für Deutschland gegen Saudi-Arabien nach 45 Minuten. Im zweiten Durchgang steckte die deutsche Mannschaft zunächst einmal einen Gang zurück. Aber die Flanke von Mill bereitet das 5:0 durch Schreier vor. Die Saudis mögen sich trösten. Ihnen hatte man bereits vorher auf alle Fälle, unabhängig vom Abschneiden, Mercedes, Goldschmuck und Tausende von Dollars versprochen. Hoffentlich wird dieses Versprechen auch eingehalten. Sie hatten sicherlich gegen Brasilien ihre stärksten Szenen, müssen aber hier sozusagen das halbe Dutzend hinnehmen. Das sechste Tor durch Rudi Bommer. Die deutsche Olympia-Auswahl konnte sich damit also spielend doch noch deutlich für das Viertelfinale des